Also auch da von uns hier herzlichen Glückwunsch, ganz, ganz toll. Es ist das Diskussionsthema des Tages, die geplanten Großdemos in Berlin von Corona-Regelgegnern. Die sind abgesagt worden gestern von der Berliner Politik, vom Innensenator Andreas Geisel. Ist das jetzt ein Angriff auf unsere Grundrechte, dieses Verbot? Außerdem beraten heute auch die Kanzlerin und den Ministerpräsidenten, wie es hier bei uns in Deutschland insgesamt weitergehen soll. Und schon wird auch wieder über neue mögliche weitreichende Einschränkungen diskutiert. Es ist ein Sommer der Verwirrung. Ein Sommer, in dem wir über Quarantäne und andere berechtigte Sorgen in der Pandemie sprechen, aber auch über die Einhaltung von Grundrechten. Wir wollen darüber reden mit dem Arzt und Mitglied der Initiative 1 bis 19, Dr. Paul Brandenburg, der heute Morgen hier unser Gast ist. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Dr. Brandenburg, die geplante Demo zu verbieten, ein Fehler oder genau richtig aus medizinischer Sicht mit dem Blick auf das Infektionsschutzgesetz? Aus meiner Sicht ein schwerer Fehler und medizinisch auf jeden Fall falsch. Da wurde eine Demo verboten von Menschen, die ja beklagen, dass sie mundtot gemacht werden sollen. Und es tut ihnen ein deutscher Innenminister genau den Gefallen und macht sie mundtot. Für dieses Verbot gibt es medizinisch jetzt wirklich keine erkennbaren Gründe. Aber er betont ja immer wieder, dass es auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes ist. Also mit der Frage, wollen wir das Grundrecht der Versammlungsfreiheit einschränken oder Leben riskieren? Das hat er ja gestern so ganz deutlich auch gesagt. Ist das nicht nachvollziehbar? Das wäre nachvollziehbar, wenn er denn recht hätte, dass da Leben in relevanter Weise, überhaupt Leben riskiert werden würde. Was ist passiert? Es ist eine Demo angemeldet worden und für die gilt natürlich gesetzliche Auflagen. Das heißt Mundschutz und Abstand und sowas ist einzuhalten, ist gar keine Diskussion, ist ein Gesetz. Am 1. August aber wurde ja gezeigt, dass das eben nicht eingehalten wird. Absolut, wenn sowas nicht eingehalten wird, sagt das Gesetz auch, dann muss so eine Demo aufgelöst werden. Die Möglichkeit hatte die Polizei. Jetzt wird in diesem Fall, und das ist ja das, was hervorsticht, ausgerechnet in diesem Fall, wir hatten hier Black Lives Matter Demonstrationen und ganz andere, wird nun gesagt, nein, diese Menschen bekommen gar nicht erst die Chance, sich an Recht und Gesetz zu halten. Man unterstellt ihnen ja, das Ganze wird sowieso ein Rechtsbruch. Auf der Grundlage, dass das am 1. August auch nicht funktioniert hat. Gut, aber wir haben ganz, ganz viele Beispiele von Demonstrationen, nehmen Sie den 1. Mai in Berlin, wo immer wieder absehbar ist, es kommt zu Rechtsbrüchen. Ich möchte auch gar keine Extremisten in Schutz nehmen. Lassen Sie mich das ganz klar sagen. Da laufen sicherlich Menschen mit denen ich persönlich auch nicht assoziiert werden möchte. Aber die Frage ist doch, schränken wir hier ganz wichtige Grundrechte so massiv ein auf Basis eines Verdachts? Und wenn Sie jetzt mal anschauen, was für Gesetze da im Raum stehen, nochmal diskussionslos, Gesetze müssen befolgt werden. Aber wenn wir denn die Pflicht nehmen, die Maske im öffentlichen Raum zu tragen unter freiem Himmel, sagt mittlerweile das österreichische Amt für Gesundheit ja ganz klar, so etwas ist medizinisch Humbug. Sie können unter freiem Himmel mit einer Maske nichts weiter verbessern. Das heißt, bleibt die Abstandsregel einzuhalten. Ganz klar, wenn das nicht der Fall ist, kann die Polizei auflösen. Ich verstehe politisch nicht, warum hier Extremisten in die Karten gespielt wird. Die können jetzt sagen, schaut mal, wir werden unterdrückt. Ja, und die ganz vielen Menschen, die ja berechtigt protestieren, das Verfassungsschutzamt sagte ja über die letzte Demo, die ist mitnichten von rechtsradikalen Extremisten unterwandert gewesen, sondern das waren zum Großteil wirklich Menschen, die davon ganz fernstehen. Wir haben heute Morgen einen Beitrag, der ist um 6:15 gelaufen, läuft auch in einer Viertelstunde wieder um 7:15. Da haben wir auch Menschen auf der Straße, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber wir haben gefragt, ist dieses Verbot richtig? Und da sagen einige und auch wirklich viele, die uns da gestern geantwortet haben, ja, wir finden das richtig, weil wir eben auch Angst haben vor einer Infektion, das könnte so ein Superspreader wieder werden und. Können Sie diese Angst aus medizinischer Sicht, Sie sind selber Arzt, können Sie das verstehen, dass Menschen Angst haben, sich zu infizieren? Das sind zwei Fragen, wenn Sie mich fragen, ob ich die Angst verstehe und dann medizinisch das einordne. Ich verstehe absolut, dass Menschen Angst haben, vor allem auch vor so einem unbekannten Virus. Wenn eine unbekannte Erkrankung auftritt, die durchaus ernste Folgen haben kann, ist Angst nicht nur eine richtige, sondern die absolut gesunde Reaktion. Das ist immer so in der Medizin. Und die Aufgabe von Experten, Ärzten und anderen ist es ja, diese Angst mit Fakten einzuordnen. Es hilft nicht, die Angst immer weiter zu schüren, den Menschen zu erklären, wie das jetzt Wahlkampftreibende machen, dass das alles immer schlimmer und schrecklich wird, sondern ist die Aufgabe, das einzuordnen in die vielen, vielen Erkrankungen, die wir in der Medizin haben. Ein Beispiel, wir haben eine Infektion mit einem Magenkeim, der rund 50% der Bevölkerung betrifft und jedes Jahr rund 10.000 Krebstote letztlich erzeugt. Da redet niemand drüber. Es gibt eine unendlich lange Liste von schweren Erkrankungen, die man da nehmen könnte und womit man das Ganze aufwiegen könnte. Es wird aber verengt auf diese eine Viruserkrankung. Warum ist das eigentlich so? Also ist das erklärbar, warum wir, Sie nehmen jetzt das Beispiel dieser Magenerkrankung, es gibt genug andere Beispiele ja auch, wo wir von vielen Toten sprechen, die so nie wahrgenommen werden. Ist es immer nur der Blick in die USA oder nach Brasilien, wo eben Corona ganz andere Auswirkungen hat als hier bei uns? Eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine Mischung von verschiedenen Dingen. Ich bin eigentlich einfacher Notarzt von Beruf und das ist ein Klassiker. Sie kommen in einen Einsatzort und die Menschen haben dort erstmal eines, Angst. Egal was gewesen ist, die Betroffenen in eines Unfalls oder einer Akutsituation haben immer Angst. Und mit das Wichtigste in so einer Situation als Arzt ist es, diese Angst erstmal einzufangen, den Menschen zu erzeigen und zu erklären, jetzt können sie sich entspannen, es ist jemand da, der sich um sie kümmert. Das ist nach meiner Wahrnehmung in dieser Corona-Situation eher schlecht gemacht.
gemacht worden. Es wurde von der Politik immer weiter geschürt. Es wurden drastische Maßnahmen gezeigt, die unbedingt gemacht werden müssen. Ansonsten droht hier ein Elend. Stellen Sie sich vor, ich käme so als Notarzt zu einer Szene. Sie hatten gerade einen Unfall. Ich beuge mich noch über Sie und sage, wenn Sie jetzt nicht ganz genau gehorchen, dann wird es ganz schlimm für Sie. Aus meiner Sicht ist das der falsche Weg. Es hätte sehr viel früher mit rationalen, mit Fakten, mit Argumenten gezeigt werden müssen. Schaut mal, es wird so und so schlimmstenfalls werden, aber der wahrscheinliche Fall ist es nicht. Wir gingen ja immer von Horrorszenarien aus. Das ist die Einschätzung von Dr. Paul Brandenburg, unserem Gast heute Morgen. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ich hätte noch viele Punkte, wie man auch weiter auch darüber sprechen könnte. Aber gerade dieses Thema Angst und auch der Blick jedes Einzelnen darauf. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das respektiert. Egal, in welche Meinung das geht, sei sie nicht extrem. Das vielleicht noch sei auch gesagt. Aber eben geltendes Recht einzuhalten, gilt natürlich für uns alle. Und der Grat ist relativ schmal, auf dem wir uns da momentan bewegen. Leider. Vielen Dank. Diskutieren Sie gerne mit. Auf unserer Facebook-Seite können Sie das tun. Fragen auch gerne an Dr. Paul Brandenburg. Wir werden den morgen über hier noch weitersprechen. Dankeschön. Danke.